Der Winkel ist so okay. Ist eigentlich ideal. So, jetzt kommen wir natürlich aus der Nummer mit den Gleisen da hinten nicht mehr raus. So schön die Gleise da hinten auch sind, sie bringen uns nichts und wir werden sie löschen. Sie werden gelöscht. Cyberman Action mit den Gleisen. Tada! Habe alles kaputt gemacht. Es ist mein Werk. Ich habe diese Stadt gebaut und ich kann sie auch kaputt machen. Ja, jetzt übertreib mal nicht, Junge. So, da, keine Ahnung, was das Ding eigentlich war. Also von neuem. Wir wollen jetzt hier hin. Wir wollen hier hin. Ich weiß, ich könnte es unterirdisch machen. Ich bin ja kein Mongo. Aber ich bin ja kein Mongo. Noch nie hat jemand das so beschwichtigend gesagt. Aber ich will einfach nicht. Das sieht so doof aus. Ihr seid so böse. So böse, dieses Spiel. Wir machen erstmal was anderes. Wir machen das hier. Und dann ziehen wir den Bahnhof noch ein bisschen hier hin. Nein. Tut mir leid. Nochmal 9000 Dollar dahin. So, okay, wir nehmen jetzt diese Gleise und schieben sie einfach woanders hin. Ach, wir haben kaum noch Geld. Okay, ich muss mal ein bisschen weiterlaufen lassen, das Spiel, damit ich Geld bekomme. Denke ich mir bei Tomb Raider auch immer. So, wir wollen jetzt nach unten. Das geht so schnell natürlich nicht. Okay, ich mach's auf die einfache Weise. Ist ja gut, ist ja gut. Es sieht halt nur nicht so cool aus, aber alles andere ist einfach absurd kompliziert. Wir gehen nach unten. Wir führen unsere Gleise, praktisch eins unter diesem Stadtkern durch. Und wir müssen sogar zwei unter den Stadtkern gehen, denn eins unter dem Stadtkern liegt ja schon die U-Bahn und so. So, das ist ein teures Stück Strecke da hinten. Und wir kommen jetzt wieder nach oben. Und theoretisch ist es wahrscheinlich das Klügste, wenn ich eins über der Erde weiterfahre. Alter. So Leute, aber ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, jetzt wo uns das Geld langsam ausgeht, dass wir es geschafft haben. Erstmal muss ich hier wieder die Stadt mit dem Strom verbinden, sonst kriege ich kein Geld mehr. Das Geld reicht jetzt schon irgendwie nicht ganz aus. Also, wir haben ein schönes Streckenstück gebaut. Da ist es. Und es ist schon so angewinkelt, dass es das Klügste wäre, jetzt geradeaus nicht genügend Geld. Wir nehmen einen Kredit auf über 200.000 Dollar und dann haben wir genug Geld. Wenn das im echten Leben doch nur so einfach wäre, auch mit diesen Worten, ne? Stell mal vor, du stehst beim Eismann, du stehst an der Eisdiele und kannst dir das Eis nicht leisten und sagst dann einfach mit diesem heroischen Ton: Wir nehmen einen Kredit auf über 200.000 Dollar und dann kaufst du dir das Eis. Und alle nur so, wow. Der hat Pistazie in der Hose. So, weiß gar nicht, ob diese Verknüpfung jetzt sinnvoll ist. Wir machen's. Bam! Ja, ihr geht alle pleite, aber ihr habt jetzt einen Bahnhof. Geht auch nicht pleite. Ja, man kann mal wieder nicht mit den Strommasten verbinden. Es geht einfach nicht. Da geht es jetzt. Naja. So, wahrscheinlich hat es was mit dem Höhenunterschied zu tun, habe ich eben noch gelunzt. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Nein.
Nein, nein, nein. Okay, dann sollte theoretisch jetzt dieser Bahnhof... Ach nee, er ist ja noch gar nicht verbunden. Der Winkel der Straße war auf jeden Fall schon mal super. Das freut mich. Und dann mache ich hier einfach eine ganz stumpf, eine direkte Verbindung zum Bahnhof hin und eine Verbindung vom Bahnhof weg. Und der Bahnhof selbst soll dann natürlich in diese Richtung gehen. Warte. Diese. In welche Richtung geht das jetzt? Das Spiel sagt es einem halt leider auch nicht, ne? So, es geht nach oben, oben, oben. Alles klar. Ihr habt Müllentsorgungsprobleme. Und Probleme mit Diebstahl. Ist das euer Ernst? Hier ist niemand. Wie mein inaktiver Bahnhof halt einfach Probleme mit Müll hat. Das macht aber nichts. Wir sind hier sowieso im Industriegebiet. Von mir aus könnt ihr eure ganz eigene Müllabfuhr haben. Herzlichen Glückwunsch. Genau, nehmen wir mal dieses Teilstück da und bauen dort eine Müllverbrennungsanlage rein. Eine reicht. Eine reicht, um den gesamten Fluss und das Grundwasser zu verderben. Yay! Daran habe ich gar nicht gedacht. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Wie doof bin ich eigentlich manchmal? Und wieso habt ihr keinen Strom? Seid ihr alle besoffen? Ganz stumpf. So, das wird funktionieren. Da. Da. Warum habt ihr jetzt keinen Strom mehr? Was habe ich denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Ich verstehe es nicht. Das ist ein absolutes Wirrwarr aus... Wieso ist jetzt das kaputt gegangen? Naja, wie dem auch sei. Ihr habt da auf jeden Fall immer noch nicht genug Rohstoffe. Ach, die Müllentsorgung funktioniert noch nicht, so. Das liegt auch daran natürlich, dass, wie mir auffiel, diese Gleise noch nicht so wirklich voll verbunden sind. So ganz billig wieder, weil, wie gesagt, es wird sowieso noch geändert. So. Es ist die längste Bahnstrecke aller Zeiten. Ja, und dieses Stück da ergibt absolut Sinn. Das habe ich halt eben nicht gesehen, weil es Nacht war. Und es ist halt ein bisschen nervig auch, dass so Gleise keine eigene Beleuchtung haben. Das heißt, wenn man nachts mit Gleisen arbeitet oder an Gleisen arbeitet hier im Spiel, dann sieht man einfach nichts. So, das sollte es schon besser machen. Ihr habt Müllentsorgungsprobleme. Kein Problem. Baue ich euch noch mehr Mülldeponien. Nein, das bringt nichts. Bug oder... Also der Weg für die Müllentsorger ist eigentlich absurd kurz. Wenn ich die Straße gerade richtig interpretiere und... Und das tue ich nicht. Ah, verstehe. Ich habe das Problem verstanden und wir können es erstmal lösen. Ja, ist ein etwas komplexeres Problem, das ich dann wahrscheinlich beheben werde offscreen. Weil... Straßen und so, wisst ihr. So, ihr habt wieder keinen Strom. Warum habt ihr wieder keinen Strom? Weil dieser Strommast wieder verschwunden ist. Also, ich bilde mir es doch nicht ein. Hier ist ein Strommast, der immer verschwindet. Der einfach weggeht. Er kriegt Füße und springt in den See. Weil sein Leben so traurig ist. Naja,
Unserer Industrie hier geht es nicht so gut. Warum auch immer das der Fall ist, denn Leute, ihr habt einen Bahnhof direkt vor der Haustür. Ihr könnt mir irgendwie nicht kommen mit dem Argument, wir kriegen keine Waren. Ihr seid komisch. Schauen wir uns erstmal diesen Teil hier an. Nicht genügend Verkaufswaren. Ach so. Nicht genügend Verkaufswaren. Ja gut, das macht ja auch Sinn, weil... Weil es ist ja nicht so, als wäre die ganze Stadt voll von Industrie und als hätte ich... Ich glaube rückblickend, dass die Idee mit der Industrie um den See vielleicht eine Scheißidee war. Und ihr sagt wahrscheinlich nicht genügend Rohstoffe. Und die Rohstoffindustrie ist halt direkt neben euch. Na, um ehrlich zu sein, habt ihr kein wirkliches Problem. Wer hat denn hier noch Probleme? Da brennt ein Gebäude. Es wird Jahre dauern, bis die Feuerwehr hier ist. Aber das Wichtige ist halt, sie ist rechtzeitig da. So viel weiß ich. Nicht genügend Verkaufswaren. Ist das euer Ernst? Ja, und wie wir dieses Problem beheben, das sehen wir in der nächsten Folge von Cities. Bis dahin, ciao.